Hallo meine Freunde, heute bin ich wieder hier im Dojo von Judo Ed Miersch. Auch ein Trainer muss ein bisschen trainieren. Ein bisschen Plänken, Körperspannung zu trainieren, ist ganz, ganz super. Heute in unserem Video Christmarkt in Miersch und Talente.de in Liberange. Bleibt dabei! Ein bisschen halte ich schon noch durch. Also, bis später, nach dem Intro geht es weiter. Hallo meine Freunde, ich bin hier auf dem Miercher Christmarkt. Wir haben der Judoverein Miersch hat hier einen Stand und wir verkaufen Glühwein, Glühchen und so weiter. Das ist ein toller Andrang, ein toller Erfolg. Super, wenn ihr wieder mal Zeit habt, hier müsst ihr vorbeischauen. Der Miercher Christmarkt ist wirklich super schön. So, wir sind hier am Stand von Judo Ed Miersch. Hier ist Nina. Nina, was verkaufst du alles? Wir verkaufen ganz viel. Wir verkaufen Glühwein und Glühgin und natürlich alle Softdrinks und zum Essen ganz leckere Cocktails in allen Formen und Varianten, die man haben möchte. Wow, super! So, heute im ersten Advent. Jetzt geht's weiter nach Liberange zum Talent Day. Der Talent Day ist ein Teil des Talent Projects der FLAM des Luxemburgischen Judoverbandes, das ich als Koordinator und Trainer leiten darf. Das Talent Project besteht aus den Talent Days, den Talent Camps und den Talent Fights. Talent Days findet auf 4 Standorten in Luxemburg statt, in Strassen, in Liberange, in Beaufort und in Vingrange, ganz im Norden von Luxemburg. Zielgruppe sind die U9 bis die U13 und das Ziel ist es, schon jetzt Talente zu sichten, zu trainieren und zum Judo zu begeistern. Am 1. Adventssonntag 2021 waren 24 junge Talente aus 5 luxemburgischen Vereinen beim Training. In diesem 3-stündigen Training arbeiteten wir an der allgemeinen Körperausbildung und an den Judo Basics. Wir machten Renraku-Techniken und natürlich Randoris. 10x3 Minuten, 5 Nähwasser und 5 Tachiwasa-Randoris. Ich bin stolz und sehr zuversichtlich für die Zukunft des luxemburgischen Judosports. Nächsten Sonntag geht es mit dem nächsten Talent Day weiter. Nächsten Sonntag bin ich im Beaufort und begrüße wieder eine Schar junger Talente und ich bin glücklich, dass ich diese Arbeit machen darf. Abschließend möchte ich mich noch bei allen Vereinen, Trainern und Eltern herzlich bedanken, dass sie dieses Talent-Projekt angenommen haben und mit ihrer Arbeit und ihrem Einsatz unterstützen. Herzlichen Dank.